Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auto Werkstatt der Simulator 2018 hier auf meinem Kanal. Der Wagen ist soweit relativ gut durch, da fehlt jetzt nicht mehr viel, da fehlt jetzt noch Anlasser, Getriebe und so weiter, ne? Also viel fehlt nicht mehr. Das kriegen wir aber, denke ich mal, auch noch hin auf Dauer. Dann haben wir hier einen Wagen, den wir haben ein Stückchen auseinandergenommen als Ersatzteile für diesen Bolt Hellcat, ne? Ja, Bolt Hellcat. Und hier haben wir noch ein Fahrzeug, was wir noch reparieren müssen. Der Motor läuft unruhig, mache eine Generalüberholung des Motors, ersetze Teil der Motorsteuerung, wechsle das Öl und den Ölfilter aus, irgendwas klopft unter der Motorhaube, das Fahrzeug startet nicht. Das wollen wir angehen, das sind wohl ziemlich viele Probleme vom Motorhaus, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob wir das Öl abgelassen haben. Wir werden es nochmal machen. Dritte Hebebühne. Ich meine, wir hätten schon Öl abgelassen, ne? Ja, haben wir. Okay, einmal zurückstellen. Dann können wir nämlich einmal hier schauen bezüglich Kraftstoffpumpe. Die ist nämlich nicht mehr so gut, wie es aussieht. 30% mindestens. Können wir die einmal reparieren. Perfekt. Das ist nicht schlecht. Hätten wir den ersten Punkt schon mal erledigt. Sehr gut, okay. Dann haben wir... Klar, Getriebe muss raus. Anlasser muss raus. Dann können wir den Motor rausholen dementsprechend. Und dann können wir den Motor einmal reparieren, ne? Wer wo wohl hinkriegen? Schätzungsweise. Das wäre das. Das wäre das. Haben wir sonst noch was? Nicht wirklich, ne? Das ist oben, das ist oben, das ist klar. Einmal komplett runtersetzen, bitte. Bremskraftverstärker ist noch in Ordnung. Das ist wohl auch noch in Ordnung. Ansonsten müssen wir gleich gucken. Dann würde ich sagen, holen wir den Motor einmal raus. Einmal bitte dritte Hebebühne. Danke. Und einmal bitte zurückstellen, obwohl der kann ja auch stehen bleiben, ne? Glaube ich. Ja. Ansonsten sieht es hier eigentlich drin gut aus, ne? Werden wir dann sehen, anschließend. Gut. Motor hinzufügen. Haben wir sonst noch was im Inventar, was wir jetzt nicht gebrauchen können? Nicht wirklich, ne? Alles für den Wagen. Passt. Gut. Generalüberholung des Motors, ne? Werden wir mal machen. Also Motor an sich läuft ja soweit. Wir müssen gucken, was wir dementsprechend hier an Teilen zur Verfügung haben, was wir dementsprechend noch brauchen und sonstiges, ne? Kraftstofffilter muss, glaube ich, auch getauscht werden, genau.
Klammern müssen runter. So, Zylinderkopf haben runter. Kipphebebrücke. Wir nehmen den komplett jetzt auseinander. Machen wirklich eine Generalüberholung, so wie der Kunde sich das gewünscht hat. Weil sonst bringt uns das, glaube ich, eher wenig. Wenn wir Teile nur gucken, können wir das austauschen oder können wir es nicht austauschen, ne? Ist sonst, glaube ich, ein bisschen doof, ne? Nachher haben wir irgendwelche Teile drinnen hängen, die wir noch theoretisch ausbauen müssten, die wir aber vergessen haben. Und dann bauen wir wieder auseinander. Von daher einmal komplett auseinanderbauen. Und alle Teile kontrollieren. Wie ist der Zustand der Teile? Ne? Dann kriegen wir das, denke ich mal, auch relativ gut hin. So sieht es gut aus, ne? Das kann jetzt runter. Dann die andere Seite noch. Auch da die Zündkerzen erstmal raus. So, dann hätten wir das. Dann kommt der Lüfter runter. Okay, erst das hier. Dann das hier. Zündspule runter. Servopumpe runter. Ölfilter kommt raus. Kurbelwellenriemenscheibe kommt runter. Wasserpumpenriemenscheibe. Wasserpumpe kommt runter. Generator kommt runter. Der Halter dafür kommt runter. Halter Servopumpe kommt runter. Jetzt kann die Wasserpumpe auch runter. Ah, sind schon relativ viele Teile, ne? Das ist schon heftig, wie so ein Motor aufgebaut ist, ne? So, das hätten wir. Dann drehen wir einmal den Motor. Dann werden wir hier komplett mal aufarbeiten, ne, was das angeht. Müssen wir sowieso machen. Ob wir wollen oder nicht. 30% braucht der Wagen mindestens. Ich bin mal gespannt. Wir werden, denke ich mal, schon einige Defekte haben mit Sicherheit. Ich gehe stark von aus. Aber werden wir sehen, ne? Kolben mit Pleuelstangen, ja. Dachte mir schon, dass da so irgendwas ist, ne? Motorblock V8. OHV. Ja. Also Motorblock brauchen wir auf jeden Fall 9. Wir gucken direkt mal, ob wir einen Ersatz haben. Ich hoffe es. Ansonsten müssen wir einen neuen kaufen, ne? Ist doof, aber egal. Motorblock. Gucken wir direkt mal nach. Haben wir da einen Ersatz? V8 OHVC.
Nee, haben wir nicht Ersatz. Haben wir nicht als Ersatz, Mist. Okay. Motorblock V8 oder VC. Haben wir nicht als Ersatz da. Das ist schade. Bitte mal zurück in Parkhaus. Und dann gucken wir mal. Hier sehen wir zumindest auch den Motor. Okay. Ne, den Motor haben wir nicht da als Möglichkeit, ne? Ne. V8 ORV. Ein Vergasertyp. Oh ne. Oder? Motor V8 ORV 6P. Wir gucken nochmal. OHV, V8 OHV 6P, ne? Ne, haben wir leider nicht da, okay. Ne, dann müssen wir so gucken, dann müssen wir so einen neuen Motor bestellen. Geht halt nicht anders, ne? Motorblock V8 OHV C. Klar, ist relativ teuer, aber es geht nicht anders. Leider. Kurbelwelle ist in Ordnung. Haben zumindest alle Teile gefunden. Scheint zumindest der Fall zu sein. Ja, wir haben alle Teile gefunden. Kurbelwellen-Lagerdeckel. Kurbelwelle steht jetzt nicht drin. Zumindest nicht, dass ich das sehe. Nee. 30% Zustand brauchen wir mindestens. Das hätten wir hiermit auf jeden Fall erreicht. So, einmal rein damit. Auch rein damit. Nee, haben wir nicht mehr. Okay, das heißt, wir brauchen 3 Kolben mit Pleuelstange. Die holen wir als erstes. Wenn wir natürlich da haben, ne, das ist die andere Sache. Dreimal Kolben mit Pleuelstange. Kolben mit Pleuelstange. Haben wir da? Wir hätten sogar da. 30% brauchen wir mindestens. 1, 2, 3. Können wir die schon mal verkaufen? Kolbenringe. Machen wir 2 Stück. Den können wir dann verkaufen. Den können wir nicht gebrauchen. Dann nehmen wir den hier und den hier. Hätten wir die nämlich auch getauscht.
Sehr gut. Dann brauchen wir hier die Kurbelwellen-Lagerdeckel. Haben wir zwei Stück. Einen brauchen wir neu. Kurbelwellen-Lagerdeckel. Lagerdeckel müssen wir gucken, wie viel wir davon brauchen. Da sieht es ganz gut aus, okay. Das heißt, wir brauchen nur einen Kurbelwellenlagerdeckel. Kurbelwellenlagerdeckel. Schauen wir mal, ob wir da was da haben. Bin mal gespannt. Kurbelwellenlagerdeckel. Was für ein langes Wort. Haben wir keinen da? Oha. Okay. Ja, das gucken wir gar nicht nach. Ölfilter. Haben wir da eins da? Nee. Leider nein. Ist aber nicht schlimm. Das heißt, wir bräuchten auf jeden Fall einen neuen Kurbelwellenlagerdeckel. Das heißt, wir müssten eigentlich einen kaufen, ne? Ja, machen wir auch mal. Kurbelwellenlagerdeckel. Wenn das, was wir da haben, können wir verbauen. Ansonsten müssen wir halt neu kaufen, ne? Ist so. Ölwanne ist noch in Ordnung. Sehr schön, dann können wir den Motor einmal drehen. Dann können wir weiterarbeiten, ne? Zylinderkopf V8 oder VD Typ A müssen wir gucken. Wir reparieren jetzt alles erstmal soweit über 30%, was wir können, ne? Oh, Kurbelwellenlagerdeckel konnten wir sogar reparieren. Dann bauen wir den anderen aus, ne? Dann bauen wir den anderen aus. Ja, machen wir auch. Schenkt dem keinen guten Kurbelwellenlagerdeckel. Nee, nee, nee. Das geht so gar nicht, ne? Kriegt ihr den mit 94%. Sieht gar nicht ein, hallo. Gibt's doch nicht. Egal. Zylinderkopf drauf. Und die Folge ist schon vorbei, ne? Sehe ich gerade. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich natürlich, wenn ihr wieder mit am Start seid in den nächsten Folgen. Dann werden wir den Motor weiter behandeln hier. Ne? Patient Motor. Und von daher, Leute, ich danke euch fürs Zuschauen und sage einmal in dem Sinne, bis dahin natürlich Servus und Tschüss.